Ah, Zellner. Sind Sie einsatzbereit? Guten Morgen, Inspektor Legrand. Mir brummt noch der Schädel, aber ich denke schon, dass ich... Chloralhydrat. Deswegen brummt Ihnen der Schädel. Das Chloralhydrat, ich habe Spuren davon in Ihrem Champagnerglas gefunden. Ich bin ja Chemiker, aber mir persönlich sagt das jetzt gerade nichts. Vielleicht ist es ein veralteter Name für irgendwas anderes. Ich guck's mir mal an bei Wikipedia. Die beste Infoquelle überhaupt. Das schreibe ich mir auch gleich mal auf, nachdem ich mir meinen Kopfhörer, den ich mir gerade schon wieder aus dem Ohr gerissen habe, wieder reingesteckt habe. So, haben wir hier einen Zettel. Hier, kann man den benutzen? Ach ja. Chloralhydrat, was ist das? Gut, weiter geht's. Was haben Sie bisher herausgefunden? Der Baronin wurde aus nächster Nähe in die Brust geschossen. Wir haben den Schuss gehört. Der Mörder entfernt sich schnell aus der Kabine und lässt später die Mordwaffe über die Reling gleiten. Einfache Geschichte soweit. Nur warum war die Kabinentür verschlossen? Exakt. Hätte der Mörder es wie einen Selbstmord aussehen lassen wollen, hätte er ihr in den Kopf geschossen und die Waffe am Tatort gelassen. Und wenn es Mord war, warum hat er sich die Mühe gemacht, die Tür von innen zu verschließen? Und wie hat er das überhaupt angestellt? Zumal wir nur Sekunden später vor Ort waren und niemanden in der Nähe der Kabine beobachtet haben. Da passt was nicht zusammen. Nein, passt tut es nicht. Der und das macht mich wahnsinnig. Punkt und der vermutete und der tatsächliche Zeitpunkt nicht zusammen? Könnte es vielleicht sein, dass die Baronin von Trebitz per Schalldämpferschuss erschossen wurde und anschließend einfach so noch ein Schuss abgegeben wurde, der dann als Alarmzeichen quasi galt und als Alibi? Wäre doch eine Idee, oder? Also wäre zumindest nicht ganz abwegig, denke ich. Sie haben die Tatwaffe gefunden? Auf der Gangway am Schiffsrumpf. Ich vermute, der Mörder wollte sie im Meer entsorgen. Er könnte sich an die Brüstung gestellt haben, um sie unauffällig fallen zu lassen. Und weil er sich an Bord des Schiffes nicht auskennt, hatte er Pech und hat genau die Gangway getroffen. Ja. Klingt gut, das für Sie schon mal zwei oder drei? Kein bisschen. Immer. Für mich auch nicht. Um was für eine Waffe handelt es sich? Eine Pistole. Eine Luger 08. Antik. Millionenfach im und nach dem Ersten Weltkrieg gebaut. Österreichisches Modell. Sie gehört David Kreuzer, dem Geiger. Wir haben ihn heute Nacht völlig betrunken am Bug des Schiffes gefunden. Er hat bestätigt, dass es seine Waffe ist. Behauptet aber, sie sei ihm gestohlen worden. Ja. Fingerabdrücke? Fingerabdrücke? Aha. Aha. Nichts. Bemerkenswert ist allerdings, dass zwei Patronen aus dem Magazin fehlen. Und es handelt sich sicher um die Tatwaffe? Die abschließende ballistische Untersuchung steht noch aus. Tatsächlich warte ich schon deutlich zu lange auf das Projektil aus der Leiche. Gehen Sie mal rüber, Zellner, und machen Sie dem guten Dr. Dampf. Wegen der Kugel. Hier ist sie. Hervorragend. Geben Sie her. Wie vermutet, 7,65 mm Parabellum. Wollen Sie sie denn gar nicht näher untersuchen? Sobald ich Zeit dafür habe. Wir können vorerst davon ausgehen, dass wir die Mordwaffe haben. Es wird nicht allzu viele antike Luger 08 Pistolen an Bord geben. Dürfte ich mich mal in der Kabine der Baronin umsehen? Wir haben sie bereits gründlich untersucht. Sicher, aber jetzt bei Tageslicht? Ja, schon gut, es kann nicht schaden. Hier, nehmen Sie die mit. Danke. Ich melde mich, sobald ich etwas Wichtiges gefunden habe. Was hat er uns denn jetzt mitgegeben? Ich habe zu tun. Also, schon natürlich. Ach nee, wir können jetzt gar nicht schauen, schade. Ich dachte mir gerade schon, als er gesagt hatte, eine antike Luger, österreichisches Modell, da musste ich doch sofort an unseren Freund David Kreuzer denken. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er es war, denn der ist unsympathisch und verdächtig. Das würde ihn zu einem zu leichten Kandidaten machen, finde ich. Glauben Sie dem Geiger? Ich werde ihn mir nachher als Ersten im Verhör vornehmen. Heute Nacht behauptete er, sich an gar nichts aus den letzten Stunden erinnern zu können. Er hätte eine ganze Flasche Kräuterschnaps geleert. Er war im Zug und hat kein Alibi.
Seine Trunkenheit könnte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein. Er passt ins Profil. Er ist viel auf Reisen. Welches Motiv hat er denn, die Baronin umzubringen? Ich meine, er wollte sich an Leute aus der High Society ranmachen, um selbst aufzusteigen. Da bringt es ihm nichts, wenn er die Baronin umbringt, oder? Macht keinen Sinn. So, jetzt würde ich gern mal... jetzt. Und dieses Chloralhydrat? Ist ein Betäubungsmittel. Kann in Alkohol aufgelöst werden. Die Wirkung beginnt nach einigen Minuten und hält natürlich stundenlang. Natürlich, Kapitän Liconti. Wer hat Ihnen das Champagnerglas gegeben? Ich glaube, es war Kapitän Liconti. Wenn uns Glauben reichen würde, wären wir Priester geworden, Herr Wachtmeister. Seien Sie ein Polizist und finden Sie es heraus. Diese Sprüche kann ich überhaupt nicht ab. Sie glauben, der Juwelendieb ist der Mörder? Um den Tresor zu öffnen und das zweite Auge des Sphinx zu stehlen, fehlte unserem Freund nur noch ein Schlüssel, der der Baronin. Zumindest haben wir diese Information verbreitet. Was meinen Sie damit? Die Baronin war für ihre Vergesslichkeit bekannt. Ich habe sie überredet, mir den dritten Schlüssel zu geben. Mir erschien es sicherer. Für das Auge. Der Dieb durchsucht die Kabine der Baronin auf der Suche nach dem dritten Schlüssel? Sie kommt früher als erwartet aus dem Salon zurück? Überrascht ihn und er kann nicht zulassen, dass ihn jemand identifizieren kann. Er hält sie in Schach, bis die Luft rein ist und erschießt sie. Und damit wäre ein Dieb zum Mörder geworden. Totaler Unsinn, und hätte ganz trotzdem ehrlich, noch immer dafür nicht dafür hätte es auch viel Schlüssel zu lange gedauert, von dem Moment, als die Baronin im Dingens verschwunden ist in der Kammer. Und bis zu dem Zeitpunkt, als dann der Schuss fiel, also das passt doch überhaupt nicht zusammen. Sind Sie sicher, dass dieses Mal keine Bombe drin ist? Oder vielleicht eine Seemine? Er wurde in London unter den Augen aller von Professor Lucien verschlossen und wird erst in Kairo wieder geöffnet werden. Hoffen wir es. Es würde Stunden dauern, ihn zu knacken und man bräuchte schweres Apropos Werkzeug. Apropos Professor oder Lucien, die Schlüssel. Der eigentlich oder die drei Schlüssel. Auch schon ewig nicht mehr gesehen. So, sobald es hier nicht mehr hakt, also hier hinten sieht man es ja am Fenster, ob das Wasser vorbeigeht, jetzt können wir dann auch weitermachen. Glauben Sie wirklich, der Rabe von damals steckt hinter all dem? Er hat den Brief verfasst, der auf dem Tresor im Zug lag. Ohne den Brief hätten wir den Tresor nicht geöffnet und die Bombe nicht aktiviert. Aber es passt nicht zu ihm, oder? Der Rabe war bekannt dafür, bei seinen Einbrüchen keine Menschen zu verletzen, geschweige denn zu töten. Es ist seine Handschrift und er spricht mich mit Nico an. Niemand sonst tut das. Ich habe diesen Mann jahrelang durch halb Europa gejagt. Er ist es. Er muss es sein. Aber die Indizien? Schluss damit! Dann werde ich mal gehen und ermitteln, wer mir das Glas mit dem Schlafmittel gab. Tun Sie das. Inspektor Legrand, ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich eine Pause gönnen. Schlafen kann ich, wenn ich den Raben habe. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Bis später. Er ist unglaublich versteift auf seine Vermutung. Legrand riskiert bei der Rabenjagd nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Gesundheit. Er ist wie besessen. Ja, besessen trifft vielleicht es ganz schnappte gut. Er deswegen damals den Raben und niemand ich find, sonst. Aber er ist zu sehr darauf versteift, dass es der Rabe von damals ist, ganz ehrlich. Weil er spricht mich mit Nico an. Meine Güte, na und? Das ist ja jetzt, das kann irgendein Trittbrettfahrer oder irgendwas irgendwo mal aufgeschnappt haben, was weiß ich. Vielleicht ist der Erbe des Raben ja tatsächlich jemand aus dem Umfeld des Raben von damals. Ist doch möglich. Zum Beispiel, wenn es jetzt die Frau wäre, dann könnte es doch die Tochter sein, des Raben, oder? Wäre doch denkbar. Also, ich finde das ein bisschen seltsam. Gut, was soll's. Ich zahle nichts für diese Reise. Und das ist auch der angemessene Preis für meine Kabine. Sie ist als eher schlicht zu bezeichnen. Ah, geh in die eigene Kabine. Sehr schön. Schade.
Gut, ansonsten ich habe genug nicht mehr geschlafen. Viel, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal aufs Oberdeck, bevor wir uns die Kabine der Baronin anschauen. Und mir fällt so auf, jetzt habe ich doch weitergespielt vorhin, anstatt einfach nach dem Gespräch mal aufzuhören. Ich hoffe ganz ehrlich, dass das jetzt durch diese Verschiebung im Ton, in den Tonspuren nicht zu blöd wird. Aber wir werden sehen. Erstmal gehen wir aufs Nebendeck wieder. So. Schauen wir doch mal, was wir oben so finden können. Erstmal die Kisten betrachtet. Ich nehme an, dass darin die Schwimmweste. Wenn ich meine Anmerkung machen darf. Na, an der Reling, was machen die Schiffe da oben? Für den Notfall. Um die ins Wasser zu lassen, muss man die mit Schmackes hier rüberschmeißen über die Reling. Und da ist dann die Gangway im Weg. Also ganz ehrlich, das ist nicht durchdacht hier. Aber was soll's? Ich hab's ja nicht gebaut. Ich werde hier hoffentlich keinen Unfall erleben, keinen Untergang. Wir werden sehen. Okay, nicht alles Schlimmes. Gehen wir doch mal aufs Vorderdeck. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Aha. Der Vollidiot. Es sieht zwar nicht so aus, aber Konstable Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest natürlich, können. Was sonst? Ich habe nicht geschlafen. So, jetzt können wir noch mit unserem Freund reden. Alles nur Tarnung. Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer und so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Ja, ganz ehrlich, das ist ein totaler Vollidiot. Hab ihn angestupst. Ich komm nicht drüber hinweg, wie dumm der Kerl ist. Ganz ehrlich. Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen, und das tue ich. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihrer Kabine? Sie war eine reiche Frau. Er wollte gar nicht ihre Handtasche stehlen. Er wollte den dritten Schlüssel. Legrand hat Ihnen also auch davon erzählt. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Mal angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Raben jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren. Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Legrand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. Ich will sie nicht und länger von ihren Pflichten die Augen abhalten. Zu. Gute Idee. Vollidiot. Ganz ehrlich, wie ist dieser Typ Polizist geworden? Der schert sich doch einen Scheiß darum, was hier passiert.